Hallo, ich bin Verena aus dem Social Media Team von Little Big Future. Und wir haben letztens Christian Eckert und Sarah Henke in Boppard Buchholz getroffen. Die eröffnen nämlich bald das Le Mabri Restaurant neben der Kita der Epigelinos. Und die werden daraus auch unsere Kinder mit Mittagessen versorgen und unser Ernährungskonzept dabei umsetzen. Und wie sie das genau vorhaben, wie auch Nachhaltigkeit da eine Rolle spielt und wie die Kinder sich auch einbringen können bei der Zubereitung vom Essen, erfahrt ihr in diesem Video. Wir haben euch das Interview in kleine Häppchen unterteilt, damit ihr genau zu dem Punkt springen könnt, der euch am meisten interessiert. Wenn ihr aber noch ein cooles Eisrezept lernen wollt, dann bleibt auf jeden Fall auch bis zum Ende dran. Viel Spaß und guten Appetit! Sarah und Christian, ich freue mich total, dass wir uns heute kennenlernen. Ich bin die Anke, ich arbeite bei Little Big Future in der Pädagogikabteilung und ich war involviert in das Ernährungskonzept. Also alles, was wir uns hier am Papier ausgedacht haben und davon geträumt haben, wie kann es gut sein für unsere Kinder da in der Einrichtung, setzt ihr jetzt in der Praxis um. Wie seid ihr überhaupt dazu gekommen oder wie haben wir zusammengefunden? Ja, ich würde mal ganz groß sagen, dass es einfach Zufall gewesen ist. Wir hatten von zwei verschiedenen Seiten haben wir das Angebot bekommen, ja, einfach so dieses große Konzept mitzubetreuen und mit auf den Start zu bringen. Und als wir dann auch davon gehört haben, dass es eine Kita-Verpflegung mit beinhaltet, fand ich das sehr großartig, weil wir ja selber seit 2021 Mama und Papa sind oder Eltern geworden sind. Und von daher sind wir ja in dieser Thematik Ernährung bei Kleinkindern ja mittendrin. Von daher ist es natürlich für uns eine spannende Herausforderung, dann nicht nur für ein Kind zu kochen, sondern für ganz viele Kinder zu kochen und denen, ja, einfach, ich glaube, so bei dem Start oder halt so von klein auf, denen so ein bisschen mit ja, die kulinarische Seite zu zeigen, dass Essen einfach Spaß macht und was es für Vielfältigkeit einfach gibt. Also, dass es halt auch sehr abwechslungsreich sein kann. Und ich glaube, ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Hat euer Sohn dann eure berufliche Haltung verändert oder irgendwie? Ja, also einen neuen Aspekt mit reingebracht? Ja, durchaus. Also es hat sich, glaube ich, schon noch mal 880 Grad gewendet. Man war ja schon immer nur sehr fokussiert auf den Beruf. Wie komme ich in meinem Beruf voran? Was ist mein nächstes Ziel beruflich? Und das Privatleben war dann schon irgendwie so in zweiter Reihe oder in dritter Reihe sogar. Wo dann eben meine Frau mir mitgeteilt haben, dass wir schwanger sind, war das dann schon so, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie kann es in Zukunft werden? Stelle ich mir die gleichen Arbeitszeiten noch nach wie vor? Was sind meine Ziele oder wie werden sie sich verändern? Und das hat uns schon relativ schnell gezeigt, dass so wie wir bisher gearbeitet haben in dem Pensum, das nicht mehr weiter können, aber auch ganz klar nicht mehr machen wollen. Wir wollen für unseren Kleinen da sein und die Zeit mit ihm genießen. Und das war uns dann auch schon relativ schnell bewusst, dass es beruflich eine Veränderung geben muss, ganz klar. Genau, und jetzt mit dem Projekt, was wir jetzt in Boppard Buchholz machen, ist, glaube ich, halt auch das Spannende, dass ja auch das Restaurant ja auf die Familie ausgelegt ist. Also wir sind familienfreundlich, was sicherlich auch andere Restaurants von sich behaupten, aber wir wollen das schon auch wirklich umsetzen, dass man sehr kindgerecht halt, sei es angefangen von mit Besteck, Tellern, Gläser, kleine Gläser. Wir haben vor, eine Karte zu machen, wo die Kinder sich das selber aussuchen können, was sie essen möchten, also dass es nicht festgeschriebene Gerichte sind, dass man einfach nur die Bestandteile sagt und dann sagt das Kind, ich möchte jetzt Spätzle mit Butter haben oder ich möchte, ne, wenn es Fischstäbchen gibt, dann sind die selber gemacht, ne, irgendwie mit Kabeljau, frischem Kabeljaufilet etc. Genau in die Richtung oder dass wir dann das Spielzimmer haben. Wir haben eine kleine Kindertoilette und ich glaube, das sind ja alles so Sachen, die das Kinderherz höher schlagen lässt und dann natürlich auch die Eltern. Und dann geht man natürlich auch gerne hin. Ihr seid Sterneköche. Was heißt es jetzt, wenn wir daran denken, jetzt die Kinder hier zu verköstigen und ja, was ist da der Unterschied oder wie profitiert man dann auch letztendlich von eurem Können? Also was, glaube ich, ein Sternekoch natürlich ausmacht, ist einmal das Streben, immer das beste Produkt zu bekommen. Das natürlich auch immer sehr kreativ auf dem Teller umzusetzen, dass man auch so seine Handschrift erkennt. Und das wirklich Tag für Tag, dass man das jetzt nicht mal eine Zeit lang macht, sondern dass die Intention ist schon, dass täglich immer wieder aufs Neue dem Gast
dem Kind zu zeigen, dass man frisch gekocht hat, dass man sich wirklich Mühe gegeben hat, dass man versucht hat, das auch kreativ auf dem Teller umzusetzen. Und das fängt schon bei den Grundzutaten an. Vom einfachen Gemüse in Anführungsstrichen, Karotte, Sellerie, Lauch, die von Erzeugern zu bekommen, wo auch nachhaltig produzieren, wo eine Qualität dabei auch rauskommt, wo die Karotten einfach ganz anders schmecken. Das ist unser Streben immer bisher gewesen. Und das wollen wir natürlich uns auch beibehalten, dass wir immer auf der Suche sind nach den besten Produkten. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr, ich sag mal, eine Bressbolade aus Frankreich, sondern es ist jetzt einfach eine gute Karotte oder ein guter Sellerie oder eben gleich Geflügel aus Biohaltung hier aus der Region. Dass man versucht, eben mit Bioerzeugern hier in der Region zusammenzuarbeiten, dass man wirklich auch sagen kann, okay, die Karotte kommt von diesem Acker. Dieser Bauer hat sie für uns gezüchtet. Wir haben es gekocht. Und ihr könnt es jetzt essen, dass man das dem Kind auch damit auf den Weg geben kann und da diese ganze Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, manchmal sind es ja auch wirklich nur so Kleinigkeiten, die wir dann wahrscheinlich aus der Erfahrung, aus der Sterne-Gastronomie oder generell, dass wir Köche sind, mitbringen kann. Einfach so dieses, was Christian auch meinte, so diese Kreativität, dass es halt auch sehr abwechslungsreich ist, ne? Dass es nicht immer nur so dieses Standardessen, Nudeln mit Tomatensauce ist oder Fischstäbchen mit, weiß nicht, was gibt's dazu? Karottenerbsengemüse, ne? Und Kartoffelpüree. Also, ja. Dass es dann halt auch mal irgendwie so andere Gerichte irgendwie sind. Ich meine, man kann ja zum Beispiel auch einen Curry kochen, weil, ne, ich bin ja eher so für die asiatische Richtung bekannt, aber dann halt mit weniger Schärfe, ne? Weil man dann ja schon darauf achten, oder dass wir ja darauf achten, dass mit Salz sparsam umgegangen wird oder dass halt auch schon eine Aromatik drin ist, aber halt nicht mit Schärfe zum Beispiel gespielt wird. Ne? Also das bin ich ja sonst eher, aber dann natürlich dann bei den kleineren würden wir dann ja sehr stark darauf achten, dass die schon irgendwie verschiedene Aromen oder Gewürze kennenlernen können in dem Essen, aber halt, dass es dann auch kindgerecht dann halt zubereitet ist oder halt abgeschmeckt ist. Ich merke schon, dass ich richtig Hunger kriege. Nee, wir nehmen das natürlich auch mit als Bildungsauftrag, dass wir die Kinder natürlich auch an solche Gemüse-Dinge, die man von zu Hause vielleicht nicht kennt, ranführen muss. Dem Kind vielleicht auch anhand eines Warenkorbs, wenn man sagt, man kocht jetzt das Menü und gibt einen Warenkorb mit nach oben und kann dann dem Kind gleich erklären, okay, das, guck mal, das ist jetzt ein Brokkoli, der Brokkoli, wo kommt der her, wächst der auf Bäumen, am Busch, kommt der aus dem Boden raus, ne, dass man dann gleich dazu ein bisschen was erzählen kann. Ich glaube, das wäre schon großartig, wenn man jetzt auch gerade hier regional jemanden finden würde, einen Bauern, und dann sagen können, so, okay, wir bleiben mal bei der Karotte, ne, wir sehen die Karotten aus und dann fahren wir irgendwie 2 Monate später hin und dann sehen wir, wie das da rauskommt, und dann ernten wir auch die ersten Karotten und essen die dann direkt eigentlich vom Feld. Das wäre natürlich großartig halt auch für die Kleinen, ja. Was uns ja als Kita-Träger als Schwerpunkt letztendlich auch umtreibt, ist tatsächlich nachhaltig zu wirtschaften, aber auch Nachhaltigkeit in der Pädagogik umzusetzen. Wenn wir jetzt mal mit Blick auf das Essensthema, was sind da Aspekte, die euch wichtig sind oder wie ihr den Einkaufen ist klar, wir haben gerade schon gesprochen von regionalen Produkten. Die Verarbeitung der Produkte, ne? Wenn man jetzt irgendwie was einkauft, wir hatten jetzt vorhin das Thema irgendwie Brokkoli. Und dann kann man ja aus dem Brokkoli kann man ja einmal oben, ich sage jetzt mal, das Schöne benutzen, aber dann kann man ja den Strom kann man ja auch noch verwenden, ne, und irgendwie lecker zubereiten, dass man jetzt in Anführungsstrichen so wenig wie möglich halt irgendwie Abfall oder Müll produziert. Mhm. Für uns das Schönste wäre natürlich schon, wenn man hier einen regionalen Produzent hätte, wo man sagt, okay, man kauft, man hat Transportboxen, die man zur Verfügung stellt. Und hat dann die mal im Austausch mit der Ware und muss die Ware dann nicht nochmal zusätzlich irgendwie in Plastikmüll verpacken. Das ist natürlich auch ein großes Thema. Das ist natürlich schon ein großes Thema, was da auf uns zurollt. Diese Verpackungsvorschriften in Großmärkten etc. pp. Ist manchmal erschreckend, wenn man da sein Gemüse ausgepackt hat im Gemüselager, wie viel Plastikmüll da tatsächlich zusammenkommt. Das würden wir... Da sind wir in der Arbeit, das irgendwie zu umgehen, dass man einen Produzenten findet, wo man dieses Thema einfach abstellen kann, dass wir diesen Müll einfach nicht produzieren tagtäglich. Mich persönlich interessiert, wenn ich Sterneküche mache und natürlich dann Gäste habe, die ins Restaurant kommen und voller Freude und Erwartung dann ein wirklich wahnsinnig durchdachtes und
Menü bekommen oder ein Essen bekommen, was wirklich die eigene Note noch hat. Und dann natürlich im Erwachsenenbereich dann die Wertschätzung zurückkommt, wenn das Essen richtig geschmeckt hat. Habt ihr Erwartungen oder Vorstellungen, wie das im Kinderbereich sein wird? Weil ich denke nur an meine Kochkünste. Jetzt kann ich nicht so viel kochen, aber so ein paar Schwammerlsuppen mit Semmelknödel. Die ist jetzt nicht in 2 Minuten gemacht. Dann steht noch 4 Stunden in der Küche und dann sagen deine Kinder, ich will Nudeln mit Pesto. Das schmeckt mir nicht. Nur, dass Kinder hemmungslos ehrlich sind. Ich glaube, das wissen wir alle. Das kriegen wir auch tagtäglich zu spüren. Dass dann eben vielleicht ein aufwendiges Gericht dann mit Ketchup verfeinert wird. Das ist dann halt so. Ja, dann muss man auch einfach drüber stehen. Ja, ne? Also es ist ja auch irgendwie da, dass sie es halt probieren, dass sie es kennenlernen. Und vielleicht probieren sie es dann beim nächsten Mal nochmal und dann haben sie wieder einen anderen Tag oder sind anders drauf, haben eine andere Stimmung und dann denken sie, das ist ja jetzt super lecker. Ne? Und vielleicht haben sie es davor die Woche nicht gegessen. Ne? Ja. Also wir müssen uns da bestimmt auch reinfinden, ganz klar. Wir haben jetzt Jahrzehnte immer auf Sterneniveau für Gäste gekocht, die natürlich auch gerne in Sterne-Restaurants gehen, die sich mit Kulinarik sehr auskennen. Jetzt kochen wir auch für ein anderes Publikum. Und da müssen wir auch Sachen annehmen. Wenn was nicht gut ankommt, dann müssen wir das jetzt nicht persönlich nehmen und dann nach oben kommen und ein klärendes Gespräch führen. Sondern dann ist das halt so und dann muss man es beim nächsten Mal halt einfach anders machen. Also Kochen ist ja für Kinder auch immer ein spannendes Thema. Irgendwie die Kinder wollen ja immer und überall gerne mitmischen. Ist das möglich für die Kinder, also euch mal über die Schulter zu blicken oder das mitzukriegen, wie das... Ja, wenn wir uns ganz klein machen, können sie über die Schulter schauen. Aber das ist, also gerade für mich ist das, glaube ich, schon sehr, also ein Ziel, dass ich dann auch dann eher hochkomme in die Kita, in das Kinderbistro, dann mit den Kindern halt irgendwie kleinere Sachen dann herzustellen oder zu machen oder denen zu zeigen, was sie dann nachmachen können oder sich auch selber ausprobieren können. Oder halt auch einfach wie so eine, ich sag jetzt mal, Geschmackslehre, ne? Dass sie einfach verschiedene Sachen im Rohzustand mal probieren und dann halt so die Reaktion zu merken, so, okay, Zitrone ist sauer oder irgendwas anderes ist total süß oder was passiert, wenn ich das beides zusammen mache. So kleine Experimente. Wir haben einen großen Pizzaofen auch unten im Restaurantbereich stehen, dass man da vielleicht sagt, man macht oben mal den Pizzateig, jeder kann seine Pizza belegen. Und dann kriegt jeder quasi seine eigene kleine Pizza, seine Kreation dann serviert. Da sind wir wirklich offen für diverse Themen, die wir dann gerne den Kindern auch beibringen, nahebringen, wie auch immer, ja. In vielen Kitas ist genau die Essenszeit so ein Stressfaktor. Mhm. Da irgendwie den richtigen Kniff zu finden, wie kann es entspannt gelingen? Also ich glaube, ja. Wenn die Atmosphäre schon passt oder die Beteiligung der Kinder, wenn sie sich auch mit selber engagieren können, mit servieren oder sich selber die Dinge auch einschenken, abschöpfen können, ist schon, denke ich, was gewonnen. Aber es ist halt mehr als das. Es muss wirklich irgendwie so eine Atmosphäre geschaffen werden und eine Kultur gelebt werden dazu. Ja. Manchmal ist es ja so, wenn man die Kinder beteiligt hat, dass man als Erwachsener auf bestimmte Ideen oder so gar nicht kommen würde. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal das Gericht, was die Kinder irgendwie sich ausgedacht haben und das erste Kindersterne-Gericht. Ich wollte es gerade sagen, in der Sterneküche ist es ja nicht anders. Ich meine, jeder Sternekoch kann gut kochen, das ist ja. Aber die Handschrift macht ja schon auch so diese Kombination aus. Mhm. Und diese Kombination braucht man manchmal ein bisschen Mut. Und ich glaube, Kinder haben viel Mut in dem Sinne, da mal Sachen zu mischen, wo man vielleicht denkt, okay, Nutella und jetzt mit Pasta oder sowas, vielleicht würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, aber wenn es dir schmeckt, bitte. Also ich bin da sehr gespannt, was da vielleicht auch für neue Gerichte dann auch unten im Restaurant im Abri dann geben wird. Mal schauen. Ich stelle mir vor, wenn man so Profis so nah da hat, ist auch vorstellbar, die Eltern mal irgendwie... keine Ahnung, einen Kochkurs anzubieten. Ja, aber es wäre tatsächlich eine Idee, dass man vielleicht dann auch gerade wenn man auch so die, oder wenn wir dann zusammenarbeiten, dann halt auch dieses Feedback von den Kindern bekommen und dann sagen die, okay, uns schmeckt besonders gut Gericht A, C und D. Ja. Und dass man dann da vielleicht dann auch so eine Art Kinderkochbuch draus macht, ne? Irgendwie so ein Little Big Future Kochbuch oder so, ne? Was man dann halt den Eltern irgendwie mit an die Hand geben kann, ne? So, allein wieder das Gefühl von den Kindern, das habe ich mitgestaltet. Ja, genau. Ich bin, wer ich kann was. Ja. Das,
Das ist bestimmt ein tolles Erlebnis, und das dann zu Hause nachzukochen, wären wir auf jeden Fall dabei, oder? Was wir tatsächlich ja abfragen, auch im Betreuungsvertrag, ist, wenn Kinder Unverträglichkeiten haben, wie könnt ihr das lösen? Also Unverträglichkeiten oder ja, wenn es kulturell, aus religiösen Gründen vielleicht auch irgendwie es gibt, was nicht gegessen wird. Eben, es wird ja, wie du schon sagst, am Anfang abgefragt. Und dann ist es ja nicht so, dass sich das von heute auf morgen immer wieder ändert. Also es bleibt ja dann gleich. Dann können wir ja schon im Vorhinein den Essensplan natürlich oder eine Portion, zwei Portionen dementsprechend anders kochen. Da kann man natürlich, oder da werden wir natürlich Rücksicht drauf nehmen, ganz klar. So Thematiken wie eben religiöse Hintergründe. Weil wir planen ja eben mit vegetarischer Kost und einmal in der Woche Fisch oder Fleisch. Da kann man natürlich dann auch Rücksicht nehmen. Das ist ganz klar, ob man dann eine Portion macht oder dementsprechend was anderes kocht, was Vegetarisches dann mit anbietet, das ist natürlich kein Problem. Dann gibt es natürlich die Wochenübersicht, welches Kind ist vielleicht krank. Dann gibt es bestimmt am Tag selber nochmal eine kurze Nachricht, wie viel Essen werden wirklich gebraucht, und dann legen wir los und kochen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, das Thema Nachtisch wird eine große Rolle spielen. Das denke ich mir, ja. Gibt es Süßigkeiten in der Kita? Gibt es Nachtisch? Gibt es bestimmt Nachtisch. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt jeden Tag Nachtisch geben soll. Aber auch wir zu Hause machen ja auch selber Eis, das wirklich ganz einfach ist. Also man muss sich jetzt nicht da vorstellen, man braucht da sonst irgendwas. Das ist im Prinzip Joghurt und gemixte Erdbeeren. Das kann man mit jeder Frucht irgendwie machen. Das kann man natürlich mit ein bisschen Zucker machen oder komplett ohne. Oder man macht ein bisschen Honig dazu. Und da sind das Süßigkeiten, die, sage ich mal, mit einem normalen Eis, mit einer Süßigkeit aus dem Supermarkt natürlich nicht zu vergleichen sind, aufgrund des Zuckergehalts einfach. Und solche, in Anführungsstrichen, Süßigkeiten können wir uns natürlich auch vorstellen, dem Kind irgendwie anzubieten. Also was für uns natürlich auch der Hammer war oder wo wir uns richtig gefreut haben, ist, weil wir ja diesen Essensbereich ja grundsätzlich schon anders gedacht haben, mit diesen, allein die Namensgebung, das Kinderbistro, wir wollten wie im Erwachsenenbereich Atmosphäre von der Räumlichkeit, von der Ausgestaltung schaffen und weg von den klassischen Kita-Räumlichkeiten, die so ein bisschen eben steril, zweckerfüllend sind, sondern genau diesen Stellenwert schon von der Räumlichkeit zu schaffen. Und dann mit euch zusammen auf einmal die Möglichkeit zu haben, das noch so lebendig werden zu lassen, mit jemandem, der wirklich kochen kann, der da schon so viel Expertise mitbringt und das dann auch dann noch Lust hat, aufgrund der familiären Situation pädagogisch mit zu begleiten und das einzubringen. Das war für uns natürlich der absolute Glücksfall. Also da sind wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Hat uns sehr gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt extra. Sehr, sehr gerne. Jetzt hat bestimmt nicht nur Anke, sondern auch ihr Hunger bekommen. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblingsgericht als Kind war. Und wenn ihr noch einen Blick auf die Baustelle in Boppard Buchholz werfen möchtet, dann klickt doch mal hier. Und wie sieht eigentlich der Alltag von Anke bei den Waldkindern in Regensburg aus? Schaut, das könnt ihr euch gerne hier angucken. Und wenn ihr den Prozess von den Epigelinos und auch mit Sarah und Christian weiter mitverfolgen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr von uns.